Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sons of the Forest. Ihr habt jetzt echt eine Menge verpasst. Ich hab geschlafen und auf einmal war Winter. Nein, natürlich nicht, aber es ist schon cool. Und cool ist, dass unser Dach noch nicht fertig ist. Jetzt nämlich hier drin auch alles weiß. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Da fehlt nicht mehr allzu viel. Die Prue sitzt wieder im Weg hier. Die geht immer... Ich muss gerade was essen erst. Ja, muss ich auch, aber... Prio ist das Dach. Ach so, was trinken, genau. Was trinken sollten wir auch nochmal eben kurz. Oh, jetzt sieht ja aus wie bei uns, Alter. Es schneit und schneit. Wird Zeit, dass wir das Dach, ein Dach über den Kopf kriegen. Ach, Kelvin, du stehst im Weg. Geh weg, ey. Mir steht beide irgendwie im Weg. So, ich decke das Dach jetzt eben kurz ein. Guck mal, Virginia ist wieder da. Ist die mal nicht da? Ja, die will mir jetzt irgendwas geben. Ja, weil ich nicht da bin. Nur kann ich nicht sehen, was sie mir gibt, weil der jetzt einen Schnee gelegt hat. Ich muss gucken, ob du eh irgendwie drücken kannst. Nee, leider nicht, habe ich geguckt. Dafür hat meiner dann einen, weil ich eh gedrückt habe, hat meiner so ein, wie heißt das, einen Knochen in die Hand genommen. Dann ist sie weggesprintet. Kelvin ist keine große Hilfe. Ich guck grad was Essbares. Fische vielleicht. Genau. Hm.
Oh, guck mal, das ist ja cool. Also da, wo ein Zoo ist, geht der Schnee weg. Haben wir so gut gemacht. Ich habe keine Fische. Das ist schlecht. Ich habe ein fischiges Problem. Ich finde keine Fische. Kann man nicht Kelvin sagen, dass er Fische holen soll? Ja. Ach, ehrlich, dir ist kalt und du bist nass. Ach, ehrlich! Wie kommst du denn da drauf? Ja, ich muss hinter Virginia, glaube ich, hinterher. Die will mir was zeigen. Oder irgendjemanden. Vielleicht auch dir. Wahrscheinlich dir. Komm doch einfach mit. Nee, guckt mich immer nur blöd an. Ich muss zusehen, dass das Dach zu ist. Ich mach gar nichts. Und nein, man kann ihm auch nicht sagen, er soll Fische holen, habe ich gerade geguckt. Wir brauchen noch mehr Holz. Holzi, Holzi, Holz. Holzi, Holzi, Holz. Also mit so einem plötzlichen Wintereinbruch habe ich jetzt nicht gerechnet. Hinten nichts mehr an Holz. Gott, haben sie aber daraus Kleinholz gemacht. Nee, das war aus der alten, aus dem alten Spitzdach. Aber die kann ich ja nicht mehr verwerten. Kaum fällt. Das Gefühl, als wenn ich mal neu starten müsste. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, dass sich mein Rechner so ein bisschen weggehangen hat, also das Spiel ein bisschen weggehangen hängt. Ja, dann start doch einfach mal neu. Bin gleich wieder da. Jo, jo. Cheerio, cheerio. Ja, das war schon, ich habe, egal wie ich gelaufen bin, das war irgendwie total komisch, wenn ich geguckt habe oder sonstiges, als wenn du verschwommen sehen würdest, weißt du, so. Das müssen zu viel getrunken, wa? Dass ich nichts getrunken habe. Baumfeld. Also hätte mein Spiel hat sich weggehangen gehabt.
bin sofort da. Ja, alles gut. Ich deck weiter das Dach. Das brauchen wir definitiv. Ach, Virginia, Virginia. Oh, du Dumpftrottel, Alter. Ich erschlag den Typen. Dauert nicht mehr lange. Ja, jetzt muss ich nur noch gucken. Das jetzt zu? Oder fehlt da noch eins? Ne, ist zu. Okay. Was machst du da, Kelvin? Ja, den Baumstamm nehmen, wieder wegnehmen. Der packt die immer in die Dingens rein, in die Baumstammtrage. Ja, habe ich auch gesagt, gab's oder machen. Zu was anderem ist er auch nicht imstande. Hä? Och, Kelvin.
Du gehst mir echt am Keks. So. Geh. Mach dich vom Acker. Wenn ihr irgendwie wisst, wie man sowas etwas einfacher und schneller machen kann, dann schreibt es mir in die Kommentare. Also das Bauen ist echt schön, nur diese Frickeleien da am Dach, das ist ja der Wahnsinn. Das ist echt nicht mehr schön. Ach, Kelvin, okay, mach einfach Pause. Ich finde keine Fische. Sind hier jetzt viel wenige Fische, ey. Zwei habe ich gefangen. Muss ich mal eben aufwärmen gehen. Der Blödmann sitzt drin, den habe ich gerade mit Holz beworfen. Ich krieg das nicht zu, ne? Ne.
So ist das kein Grund sonst. Weil ich dachte, ich komme anders da dran. Aber. Ach, Herr Kelvin, ich dreh dich kaputt, Alter. Boah, Junge. Wird schon mehr dunkel. Davon hier vorne irgendwo ein Bett hinzubauen. Zum Speichern. Ein Bett in der kleinen Hütte. Ja, kann man machen. Es geht ja nur ums Speichern. Du kannst ja da drauf herumspringen sogar. Ja. Man macht das hier, wo es weiß ist. Meine Güte. So, jetzt dann noch das. Ah, okay. Siehst du das? Was soll ich sehen? Das Bett. Ja, das Bett sehe ich. Dann können wir hier drin mich jetzt speichern. Mache ich auch gleich mal. Zack. Weißt du, deswegen habe ich das Bett gesagt gehabt. Soll ich die Tür zumachen oder offen lassen? Ja, kannst du zumachen. Kelvin ausgesperrt. Ja. Im Winter hält das Feuer nicht lange. Ginny hat Essen gebracht. Ich weiß nicht, ob du den auch noch mal schlachten kannst, den Hasen. Hier draußen liegt ein Hase vor der Tür. Genau da. Kannst du den auch noch mal rausnehmen? Nee, ne? Ja, doch. Ja, doch, dann mach. Hat Virginia gerade gebracht. Cool. Das ist mal lieb von ihr, oder? Mhm.
Ja, es hält überhaupt nicht, ne, das Feuer irgendwie. Ne. So. Dann sollten wir jetzt gleich mal die Folge beenden. Ja. Würde ich auch sagen jetzt, ne? Ich speichere eben ab und dann, ja, speichern. So, und dann haben wir in der Folge unser Dach schon so gut wie zu, ne? Wenn ihr wisst, wie gesagt, wie ich den Rest hier noch zukriege, weil damit habe ich echt zu kämpfen. Gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich bin für jeden Vorschlag offen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.